Agutis zählen zu den Nagetieren und kommen nur in Südamerika vor. Dieses Weibchen dreht jeden Tag seine feste Runde über das Gelände unseres Campingplatzes und wir haben uns angewöhnt, wenn wir Früchte geschält haben, Mangos, Papayas oder Bananen, dass wir ihr einige Reste hinlegen, die sie dann auch dankbar aufsammelt. Sie sammelt aber auch genauso Schoten auf, die von den Bäumen herabfallen. Auf diese Weise können wir das etwa hasengroße Nagetier sehr schön aus der Nähe beobachten und es hat auch wenig Scheu, wenn es was zu essen gefunden hat, dann wird es mit den Vorderpfoten greifend ganz allmählich in das Maul hineingeschoben. Auch wenn es sehr geschickt aussieht, wie das Agouti den Mangokern in den Pfoten hält, sieht man im Verlauf dieser kleinen Videosequenz, dass es doch gar nicht so einfach ist, die glitschigen Kerne zu halten. Leider stehen 5 der 11 Agouti-Arten in Südamerika auf der Liste der gefährdeten Tierarten. Und falls es sich hierbei um ein mexikanisches Agouti handeln sollte, was wir nicht ganz genau bestimmen könnten, was aber zu vermuten wäre, weil wir befinden uns im Chiapas in Mexiko, dann handelt es sich hierbei sogar um eine vom Aussterben bedrohte Art. Interessant zu sehen ist, dass es dem Agouti gar nicht um die Fruchtfleischreste auf dem Kern geht, sondern dass es vielmehr nach dem Inneren des Kerns trachtet, nämlich nach dem nährstoffreichen Samen. Die Größe des Agouti-Weibchens liegt bei geschätzt 40 bis 50 cm und das Gewicht bei irgendwas zwischen 3 und 4 Kilo. Die ganze Figur der Agoutis erinnert etwas an Ratten, mit denen sie jedoch gar nichts gemeinsam haben, auch nicht den nackten Schwanz. Der Schwanz der Agoutis ist nur ein ganz kurzes Stummelchen wie bei einem Kaninchen.